Zukunft vorhersagen, oder? Ja, ja, sicher kann ich das. Können Sie uns dann auch sagen, ob es heute vielleicht noch Schnee geben wird? Ja, dazu benutze ich gleich meine spezielle Schneevorhersagekugel. Hoho, jetzt verstehe ich. Sie starren in eine Kristallkugel und die sagt uns die Zukunft voraus, wie ich vermute. Ha! Nein, man muss sie nur schütteln und zwar so. Na, wer sagt's denn? Es wird heute noch schneien. Stopp! Wie um alles in der Welt soll denn ein solches Ding das Wetter prophezeien? Sie hat immer recht, jawohl. Und was wäre, wenn Sie sie im Sommer schütteln würden? Keiner käme auf die Idee, sie im Sommer zu schütteln. Oh, ich bitte Sie, das wäre ja idiotisch. Wenn ich Sie recht verstehe, können Sie genau vorhersagen, wann es anfängt zu schneien. Allerdings, es fängt an zu schneien jetzt. Abracadabro. Halt, das gilt nicht. Quatsch, wieso? Schneefall los! Nanny Plum hat es schneien lassen. Los, sehen wir es uns an. Was? Nichts. Wo ist denn nun der Schnee? Ja, Nanny Plum. Es schneit ja hier drin. Schnee. Machen wir eine Schneeballschlacht. Nanny Plum, es schneit hier in unserem Wohnzimmer. Ist das Ihr Werk? Ja, allerdings. In Innenräumen hat man aber seinen gemütlichen Sessel und liest. Draußen fällt der Schnee, nirgends sonst. Oh, innen drin oder draußen? Was macht das schon? Nanny Plum, Sie sind gefeuert. Nun machen Sie keine Witze. Hiermit entziehe ich Ihnen Ihren Zauberstab, bis Sie gelernt haben, Ihre Zaubereien besser zu kontrollieren. Was wird dann aber mit dem Schnee? Schluss, kein Wort weiter. Alles sofort raus. Wenn die Geschenke alle verpackt sind, wer verteilt sie dann? Ho, ho, ho. Ich verteile sie natürlich. Hallo, Weihnachtsmann. Nenn mich Santa. Wie ich gehört habe, steckt ihr in Schwierigkeiten. Ja, wir können ohne Hilfe nicht nach Hause kommen. Ich habe heute jede Menge zu tun, da könnte ich euch ja unterwegs absetzen. Kommen Sie denn auch bei uns vorbei? Ich komme überall vorbei. Ja! Sieh an, der Pinguin ist aber weit weg von zu Hause. Ich nehme ihn am besten auch mit. Ho, ho, ho! Die Fahrt geht los! Hast du denn eigentlich auch ein Geschenk für unsere Freundin Lucy? Lucy? Das ist ein kleines Mädchen, das wir kennen. Natürlich bekommt sie auch ein Geschenk. Hallo? Weiser alter Elf am Apparat. Und hier spricht der Weihnachtsmann. Oh, na sowas, der Weihnachtsmann. Wir vermissen noch einige Spielsachen. Es fehlt die Kiste Nummer 571. Die Kiste 571? Ich brauche die Spielsachen, bevor es Abend wird. Oder ein paar Kinder werden in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke nicht bekommen. Lieber Weihnachtsmann, dazu wird es nicht kommen. Wir liefern die Spielsachen pünktlich aus. Ich werde sie zustellen. Höchstpersönlich. Nummer 571? Die Kiste kann sonst wo sein. Die werden wir sicher nicht finden. Kann es die sein, vor der du sitzt? Da steht deutlich die Nummer 571 drauf. Was? Sehr gut gemacht, Ben. Du hast sie gefunden. Zum Elfenflugzeug. Wir liefern unverzüglich. Tja, das war ein reizender Urlaub. Vielleicht ein wenig kurz. Bedeutet das, Sie fliegen jetzt nochmal zum Nordpol? Dürfen wir da mitkommen? Dürfen wir, Dad? Bitte. Bitte, Mr. Elf. Na gut, ich freue mich, wenn einer mitkommt, aber wir müssen auf der Stelle starten. Hurra! Fantastisch! Ich werde mir lieber meinen Zauberstab vom König zurückholen. Dafür ist keine Zeit mehr, Nanny. Wir müssen diese Spielsachen zum Weihnachtsmann bringen und das so schnell es nur geht. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Fertig machen zum Abflug, Kapitän. Alle Mann an Bord. Ben, guck nur, es schneit. Oh, wow. Schnee. Nun sehen Sie es. Meine Schneekugel hatte recht, oder? Wofür sind denn all diese Knöpfe gut? Nur nichts hier vorn anfassen, Nanny Plum. Maschine anwerfen? Ja, sofort! Maschine startbereit. Uh,
Gaston bewegt sich plötzlich nicht mehr. Interessant. Gaston ist eingefroren. Oh nein! Das heißt, dass wir ihn irgendwo wieder auftauen müssen. Ja, Insekten mögen den Winter nicht. Da wären wir. Das ist das Haus, in dem der Weihnachtsmann wohnt. Es sieht wie ein Weihnachtspudding aus. Oh, wie wundervoll. Ja, kleiner Bruder, ich habe es eigenhändig gebaut. Naja, wenn ich gesagt habe wundervoll, dann meinte ich, es ist okay. Das ist das Studierzimmer des Weihnachtsmannes. Wir können den Marienkäfer am Kaminfeuer auftauen. Sind das hier die Hausschuhe des Weihnachtsmannes? Ja, das sind sie. Wow, seine Füße sind größer als wir alle zusammen. Seht nur, Gaston ist wieder aufgetaut. Gaston ist wieder fit. Kiste 571 ist geliefert. Oh, danke schön, kleiner Bruder. Es wäre aber einfach klasse, wenn du uns nächstes Jahr das letzte Spielzeug liefern könntest, bevor es Weihnachtsabend wird. Was? Letzten Endes muss ich alles bauen. Du packst es dann nur ein. Ah, aber das Einpacken des Spielzeugs ist der bedeutendste Teil. Du müsstest so alt und so weise sein wie ich, um das verstehen zu können. Du bist längst nicht weiser als ich. Aber sicher, um 3 Minuten. Und das wird auch immer so bleiben. Wenn schon vom Einpacken die Rede ist, sollte nicht irgendjemand langsam anfangen, das zu tun? Der Weihnachtsabend ist da. Du liebe Güte, Sie haben recht. Los, alle an die Geschenkverpackungsmaschine. Das ist das letzte Geschenk, das wir in diesem Jahr verpackt haben. Zeit für den Urlaub. Hurra! Das ist die Pförtnerloge unserer Fabrik. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Hallo, Prinzessin Holly hat heute die Ehre des königlichen Besuchs. Verstehe. Dann bitte ich, sich einzutragen. Was soll ich tun? Den Namen eintragen und den Beruf. Mein Name ist Prinzessin Holly und mein Beruf ist reizende Feenprinzessin. Ja, sehr schön. Und nun braucht jeder noch einen Schutzhelm. Und ich bemerke, dass Sie Zauberstäbe haben. Ja, wir sind Feen. Die bleiben in meiner Obhut. Zauberei ist in der Elfenfabrik strengstens untersagt. Jeder weiß, dass Elfen nicht zaubern. Und wir sind Elfen. Oh, wo hab ich denn... Ah, hier. In der Fabrik herrscht heute Hochbetrieb. Eine große Spielzeugbestellung. Für den Weihnachtsmann. Wow. Ist das vielleicht der Weihnachtsmann? Nein, das halte ich für unmöglich. Nein, nein. Oh, das ist ja eine Überraschung. Ist der weise alte Elf zu sprechen? Ja. Ich kümmere mich sofort darum. Ein Gespräch für den weisen alten Elf. Bitte sofort beim Empfang melden. Es ist dringend. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, weiser alter Elf. Der Weihnachtsmann ist dran. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Hallo? Hallo, weiser alter Elf. Werden denn auch die Puppen rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig? Ja, selbstverständlich. Wir schließen die Produktion der Puppen definitiv heute ab. Und kann ich mich auch darauf verlassen, dass Sie ein hübsches rotes Kleid anhaben? Ja, alle tragen ein entzückendes rotes Kleid. Dankeschön, auf Wiedersehen. Hier drin ist es tatsächlich eiskalt. Ja, der Raum muss unbedingt eine gleichbleibende, extrem niedrige Temperatur haben. Und das kontinuierlich. Alle diese entzückenden Ausstellungsstücke sind nämlich aus Eis. Die sehen wirklich wundervoll aus, Königin Marigold. Ja, sie sind, cool. Bitte auf keinen Fall berühren. Sind sie mit Magie angefertigt? Oh, nicht doch. Das wäre viel zu einfach. Ihr müsst wissen, das Eis, das man dafür benutzt hat, ist vor über 1000 Jahren gefroren. Oh. Sie sind von Bergbaugenomen aus dem hohen Norden handgemeißelt worden. Diese Skulpturen sind absolute Einzelstücke und einfach unersetzbar. Oh, ein Schwan, wie reizend. Ich liebe Schwäne. Oh,
Oh je. Nanny, was hast du getan? Sie haben dem Schwan den Kopf abgebrochen. Keine Angst, ich zaubere ihn wieder heil. Abracadabroi, als Vogel erstehe das Eisdings da neu. Oh, Nanny, das ist doch kein Schwan. Das sieht aus wie eine Henne. Vielleicht auch wie eine Ente. Es sieht entzückend aus. Ich mag Enten. Hier lang. Schön dranbleiben. Das ist unsere edelste und gleichzeitig absolut wertvollste Sammlung von höchst antiken Spielzeugen. Wie beeindruckend. Ihr spielt hier wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Ich könnte hier drin glatt für immer und ewig spielen. Der Affe hier hat bereits über 100 Jahre auf dem Buckel. Zeit. Ben, das Frühstück ist fertig. Danke, Dad. Und jetzt werden die Haare gebürstet. Und der Elfenhut aufgesetzt. Vergiss deine neue Uhr nicht. So, nun bist du fertig für die Schule. Aber Mami, die Elfenschule fängt noch ewig nicht an. Darf ich vorher noch zu Holly? Ich möchte ihr gerne meine neue Uhr zeigen. Von mir aus? Aber pass auf, dass du nicht zu spät zur Schule kommst. Nur keine Angst. Elfen kommen nie zu spät. Und ich bin ein Elf. Puh, Mr. Elf. Die Morgenstunden sind immer recht anstrengend. Das kannst du laut sagen. Der Hahn hat gekräht, Prinzessin Holly. Zeit für Feen aufzustehen. Ist es schon morgen, Nanny? Frühstück ist fertig, Holly. Danke, Nanny Plum. Jetzt werden deine Haare gebürstet, Holly. Und hier ist deine Krone. Das wär's. Die Morgenstunden sind recht anstrengend. Ich liebe das Weihnachtsfest. Und ich liebe Schnee. Ich auch. Ich wünschte, dass es jetzt gleich schneien würde. Ja, es ist doch der Weihnachtsabend. Wann fahren endlich weiße Flocken? Wie mir scheint, ist es Zeit für eine Wettervorhersage. Wettervorhersage? Ja. Wir benutzen dazu einfach meinen Elfenwetterdetektor. Wow! Dann kann uns die Maschine wirklich vorhersagen, wann Schnee fällt? Natürlich. Wie funktioniert sie denn? Ich höre nach dem Wetter durch diesen gigantischen Ohrenschalltrichter. Er ist so hochempfindlich, dass ich es sogar hören könnte, wenn ein Schmetterling in Afrika mit den Flügeln schlägt. Können Sie wirklich einen Schmetterling hören? So laut darf man niemals in den Schalltrichter sprechen. Entschuldigung, weiser alter Elf. So, bitte seid alle ganz still. Ah, sehr interessant. Hören Sie einen Schmetterling? Nein, was ich höre, ist das Wetter. Welche Art von Wetter denn? Es gibt eine Chance auf Sonne oder Regen, darauf, dass der Himmel klar ist oder auch bewölkt. Wie sieht es aus? Wird Schnee kommen? Ich kann sagen, es ist durchaus möglich. Und andererseits ist es auch nicht möglich. Oh. Ich weiß was. Wir fragen einfach Nanny Plum, ob es Schnee geben könnte. Warum denn gerade Nanny Plum? Nanny kann die Zukunft vorhersagen. Ha! Ehrlich gesagt, das möchte ich sehen. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag. Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Weiter. Wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist.
Scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahn stolz kräht. So, kikeriki, schreit er los. Verstehe. Und wodurch erfahren wir, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen? Dadurch, dass die Uhr zeigt, es ist Schlafenszeit. Ja, völlig richtig. Ich gehe schlafen, wenn die Eule ruft. Sie schreit, uhu! Wenn ihr keine Uhr habt, wie wisst ihr dann, wie spät es ist? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier. Eins. Darf ich auch mal? Zwei. Ich will auch. Drei. Das bedeutet, es ist 3 Uhr. Mittagessen. Oh, ich fürchte, die Anwesenheit von Insekten ist im Schloss nicht gestattet. Das geht in Ordnung, Nanny Plum. Daddy hat Gaston ausdrücklich zu uns eingeladen. Oh, wenn das so ist. Fühl dich wie zu Hause, Gaston. Gaston, Gaston, Marienkäfer. Ich hoffe, das Füße abtreten lernt er noch. Gaston geht es nicht gut, Nanny. Gesundheit. Und er kann sonst nirgendwo bleiben. Bei uns zu bleiben scheint mir trotzdem keine gute Idee zu sein. Nun mach dir keine Sorgen. Gaston wird uns keine Schwierigkeiten bereiten. So, und wo soll er nun sitzen? Der kleine Stuhl hier ist ideal. Nanny Plum, Sie sprechen seine Sprache. Was hat er gesagt? Gaston sagt, dass der Stuhl viel zu klein ist. Nicht doch. Das ist der Stuhl der Königin. Nicht aufregen, Nanny Plum. Der Königin macht das nichts aus, nicht wahr, Schatz? Gaston sagt, dass der Stuhl zu hart sei. Eigentlich, Gaston, ist das mein Stuhl. Gaston sagt, der Stuhl sei genau richtig. Scheußlich. Ich möchte nur wissen, wo das noch hinführen soll. Halb so schlimm, Daddy. Dann nimmst eben du den kleinen Stuhl. Yummy. Danke, Nanny. Ja, die Wurst schmeckt klasse. Alles einsteigen. Nächster Halt, die Elfenwerkstätten. Oh, wir müssen doch nicht noch weiter runter, oder? Doch, Nanny. Die Fabrik befindet sich tief unten in den Wurzeln des Baumes. Und wie tief unten? Sehr tief unten. Oh. Alle festhalten. Wir fahren aber nicht gerade sehr tief runter. Abwarten, Holly. Nächste Station, Ebene 99. Festhalten. Oh, mein Magen! Das macht Spaß! Hui. Oh. Ebene 99. Die Elfenwerkstätten. Und die Pumpemaschine. Die was? Die Pumpemaschine. Oh. Hier lang, Prinzessin Holly. Bitte, wenn es Fragen gibt, stellt sie ohne Hemmungen. Ja, gern. Hallo. Was tun Sie denn hier so? Ich ziehe diesen Hebel, Prinzessin Holly. Was tun Sie denn noch? Immer nur den Hebel ziehen und die Pumpe kommt raus. Wird das nicht langweilig? Elfen langweilen sich nie. Und ich bin ein Elf. Danke sehr. Gehen wir weiter. Das ist die Formpressmaschine. Oh. Und was haben Sie zu tun? Ich muss den Knopf drücken. Oh, jeden Tag? Ja, jeden Tag. Sie müssen ja enorm geduldig sein. Elfen sind sehr geduldig. Und ich bin ein Elf. Weiser alter Elf? Weiser alter Elf, bitte umgehend an der Rezeption melden. Ah, Prinzessin Holly, was kann ich denn Schönes für euch tun? Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen.
Verstehe. Keine Sorge, das wird schnell repariert. Folgt mir. Alle müssen Schutzhelme tragen. Oh! Wir benutzen jetzt den Zug. Oh! Alles an Bord! Alle gut festhalten, das ist wichtig! Wir fahren tief hinunter. Wie tief denn? Level 500, die Zauberstabfertigung. Level 500? Das ist der tiefste Level, den wir hier haben. Warum ist denn die Zauberstabfertigung so tief unter der Erde? Weil es dabei um Zauberei geht. Und Elfen mögen keine Zauberei. Deswegen haben wir die Zauberstabfertigung auch so tief nach unten verlegt, wie nur möglich. Mein Magen. So, was ist mit eurem Zauberstab los? Er ist einfach zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Ja, ja. Wir müssen jedoch herausfinden, was genau mit dem Zauberstab nicht in Ordnung ist. Die Röntgenaufnahme zeigt, dass der Stiel erneuert und die Zahnrädchen gewartet werden müssen. Hier entlang. Das hier ist das Stielhaus, wo wir Holzstiele für die Zauberstäbe züchten. Aber auf der Wiese liegen doch massenhaft Stöckchen, die man nehmen könnte. Ja, aber für einen Zauberstab muss es eine spezielle Züchtung sein. Und die muss dazu noch von der richtigen Baumart stammen. Korrekt, Nanny Plum. Ja, wie war Nannys Spruch? Ah ja, Hokus Pokus, Klinkediplank. Ich versuch... Macht mir eine Geburtstagskarte, super duper flink. Es funktioniert. Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr frechen Hopspinsel! Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zam, Hop, Zip, Bus, groß, mehr und schneller los! Oh, das geht nach hinten los! Nanny! Der Tee, Eure Majestät. War das alles? Ja, danke schön. Nanny! Hilfe! Nein! Oh, Himmel! Nanny! Lass den Zauber auf! Blitzen soll's donnern, Nordwind blas los, Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Dankeschön, Nanny, der Spuk ist aus. Ja, nur leider hieß das, ich musste jeden Zauber stoppen, im ganzen Schloss. Hallo? Meine Güte! Mami, Daddy, seid ihr Astrophysikerinnen? Nein, wir sind Elfen! Und wissen Sie, wohin die Sterne, wenn der Tag kommt, verschwinden? Nein. Niemand weiß die Antwort. Fragen wir einfach den weisen alten Elf. Ja, er ist weise. Er ist alt und er ist ein Elf. Hier ist die Studierstube des weisen alten Elfs, wo er Gedanken überdenkt und weise ist und so. Herein! Hallo! So eine Überraschung. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weiser alter Elf, wir haben eine Frage.
Die Antwort stand nicht in unserem Märchenbuch. Eine Elfenfrage, nicht so sehr Feenmaterie. Wir dachten nun, Sie könnten als der weise alte Elf... Ja, natürlich. Stellt mir ruhig eure Frage. Egal, was es ist. Wohin gehen die Sterne, wenn der Tag kommt? Stellt mir eine andere Frage. Na, zum Sport zum Beispiel. Sie sind nicht wirklich weise, nicht wahr? Sie sind nur alt. Also, alter Elf, können Sie die Frage beantworten? Nein. Doch, ich weiß, wo wir die Antwort finden. Wo? Folgt mir. Ist es weit? Ich bin etwas müde durch die ganze Suche nach der Antwort. Wir können den Lift nehmen. Von der Tür zurücktreten, bitte. Mein Name ist Ben. Und ich bin Prinzessin Holly. Sie können mich aber Holly nennen. Reizend. Und ihr nennt mich einfach Mr. Gnome. Ich brauche eine Angelrute und einen Liegestuhl. Wozu brauchen Sie denn eine Angelrute? Auf einem Golfplatz? So tue ich einfach, als ob ich angle. Was hat denn das für einen Sinn? Maulwürfe sehen es nicht gern, wenn ich da sitze, als würde ich angeln. Nun schnell, bevor der Maulwurf wieder auftaucht. Abracabaus, mach Sandwiches draus. Abracadé, den Eimer voll Tee. Nanny Plum, Mr. Gnome braucht einen Liegestuhl und eine Angelrute. Aber schnell! Er tut dann so, als würde er dort angeln. Oh je, sowas habe ich befürchtet. Kein Hügel ist mehr zu entdecken. Also, auf Wiedersehen. Dankeschön, weiser alter Elf. Nun fehlt mir allerdings noch eine Windmühle. Was? Eine funktionstüchtige Windmühle ist wahnsinnig schwierig zu bauen. Oh, sie muss ja auch gar nicht funktionieren, sondern es nur vortäuschen, aber mit Flügeln, die sich schön drehen. Gut, in Ordnung. Sandwiches, Tee, Liegestuhl und Angelrute. Zu freundlich. Es waren drei Puster. Das bedeutet 3 Uhr. Das versuche ich auch. 1. Das bedeutet 1 Uhr. Oh, und ist es jetzt wirklich 1 Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Weiter. Wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahn stolz kräht. So, kikeriki, schreit er los. Verstehe. Und wodurch erfahren wir, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen? Dadurch, dass die Uhr zeigt, es ist Schlafenszeit. Ja, völlig richtig. Ich gehe schlafen, wenn die Eule ruft. Sie schreit, uhu! Wenn ihr keine Uhr habt, wie wisst ihr dann, wie spät es ist? Wir haben Pusteblumenuhren.
Hier. Eins. Gaston sagt, das war genau richtig. Das macht so viel Spaß, wenn Gaston uns besucht. Kann er nicht für immer und ewig hier bleiben? Vermutlich nicht für immer. Aber er kann bleiben, bis die Höhle bewohnbar ist. Au ja! Und das Wetter des kleinen Königreichs wird heute überall heiter und so. Eure Majestät, Gaston geht es schon besser. Na, bestens. Und das Feenpfund hat an Wert verloren. Gaston sagt, dass das Fernsehprogramm ziemlich langweilig sei. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut. Dieses Programm findet er genau richtig. Sieh mal, Daddy, Gastons Niesen hat schon aufgehört. So, äußerst erfreulich. Er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy, Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal und dann wird er traurig. Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weiser alter Elf. Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Nichts anfassen, Kinder. Wieso dürfen wir das nicht? Weil alles dreckig ist. Was war das? Ach, nichts Besonderes. Ich wollte den Kindern nur mal kurz zeigen, wie eine echte Hexe lebt. Oh, verstehe. Wie wär's mit etwas Rattenmilch und warmem Kuchen? Nein, vielen Dank, das ist sehr nett, aber wir haben gerade erst etwas gegessen. Sagen Sie bitte, dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen über das Leben als Hexe? Natürlich, was ihr wollt, nur zu. Macht es Ihnen Freude, zu zaubern? Na ja, heutzutage zaubere ich nicht mehr so gern, weil ich... Ich sagte doch, Hexen sind keine guten Zauberinnen. Deswegen zaubern sie auch nie. Was war das? Noch eine Frage. Wenn Sie nun aber doch wieder einmal zaubern, was zaubern Sie sich dann? Ich bin im Ruhestand. So, dann jagen Sie auch keine Elfen oder Feen mehr, richtig? Nein, weil ich... Hör zu. Genau genommen tun Hexen gar nichts. Sie stinken bloß merkwürdig und backen furchtbaren Kuchen. Was? In Zauberdingen sind sie absolut harmlos. Vermutlich beherrschen sie nicht mal einen Verwandlungszauber. Doch, das tue ich. Warum verändern sie denn nicht diese furchtbare Tapete? Das ist... Oder machen den Sessel etwas gemütlicher. Aufhören, Nanny. Zaubern schmackhafte Kuchen. Ich warne Sie, hören Sie? Und schicke neue Kleidung. Lassen Sie es sofort sein und hören Sie auf zu zaubern. Ein bisschen Make-up. Tut mir leid, aber ich muss den Nanny Plum erstarren lassen. Sie war sehr ungezogen zu mir. Ich glaube nicht, dass das Nanny Plums Absicht gewesen ist. Wirklich nicht. Schon möglich, aber sie war es. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Verrückter alter Narr. Oh. Ich glaube, Nanny fand das gar nicht lustig. Hast du nicht gesagt, dass sie Scherze gern hat? Ja, hat sie. Versuchen wir noch einen. Einverstanden. Das ist mein Favorit. Eine kleine Spielzeugmaus. Oh, Nanny Plum kann Mäuse nicht ausstehen. Oh, die hier wird sie lieben. Die ist toll. Oh,
Wir sind fertig. Rein mit ihr. Da da dam dam da dam di da 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 dam dam da di da. Hilfe! Ah, Hilfe! Ah! Was war das? Oh, sie lacht wohl. So ähnlich. Richtig. Na los, gehen wir auch hinein. Ah, Hilfe! Fröhlichen Elfen-Juckstag. Das war nicht lustig, weiser alter Elf. Oh, dann bin ich untröstlich, Nanny Plum. Darf ich Ihnen dennoch sagen, wie entzückend Sie heute aussehen? Was? Das ist wieder ein schlechter Scherz, oder? Nicht doch. Oh, Sie sehen so hübsch aus. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Oh, warum nicht? Knipsen Sie ruhig. Oh, zu gütig von Ihnen. Sagen Sie Cheese. Cheese. Oh! Dazu können wir, wenn wir sowieso waschen, auch gleich die alten Sachen des Königs mitwaschen. Das vergammelte Zeug auch? Ja. Gut, Nanny. La 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 la. La 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 la. Daddy! Ja? Wir wollen jetzt deine Königssachen waschen. Nur zu. Schuhe und Krone auch, Nanny? Wieso nicht? Dann ist alles wieder richtig sauber. La 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 la. Hier sind die Sachen, Nanny. Fantastisch. Hinein, los. So, nun lassen wir die Waschmaschine für uns arbeiten. Die läuft nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was geht da vor sich? Das ist der erste Waschgang. Und was macht sie jetzt? Sie spült die ganze Seife raus. Das läuft höchst raffiniert. Fertig! Ja, wollen wir mal sehen, ob die Seife den Fleck rausgewaschen hat. Oh, Daddys Krone ist etwas verbogen. Und seine Schuhe sehen nicht gut aus. Oh je, sind die Kleider des Königs immer so klein gewesen? Sie sind eingelaufen. Nanny Plum, sind die Kleider des Königs sauber? Das ist Mami. Fast fertig, Eure Majestät. Nanny, was können wir jetzt tun? Wer weiß, vielleicht müssen sie erst trocken sein. Dann kriegen sie wieder ihre normale Größe. Ja, Ben. Ich werde sie mit einem kleinen Zauber trocknen. Der Schneider hat doch aber gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen. Ach, ich setze doch nur einen klitzekleinen, schwachen Zauber ein. Abracadabra, bald trocken seid. Donner und Blitz, stellt Feuer bereit. Hallo. Prinzessin Holly würde sich gern ein Bild machen vom Unterricht in ihrer kleinen Schule. Wieso nicht? Sie darf sich gern dazusetzen. Oh, toll. Doch ohne Zaubern oder Fliegen, bitte. Ist klar. Holly, setz dich her zu mir. Ohne Fliegen. Hier wird gefälligst gelaufen. Fliegen ist an der Elfenschule nicht gestattet. Nur weil die Elfen nicht fliegen können. Sehr richtig, meine Liebe. Elfen können nicht fliegen. Dafür können wir jedoch sehr gut hören. Und Elfen sind wahre Künstler in der Spielzeugherstellung. Drum basteln wir weiter an unserem Spielzeug. Hurra! Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich baue ein Spielzeugauto. Ich bastel eine Spielzeugente. Das wird ein Helikopter. Ein Spielzeugboot. Ich baue ein Spielzeugfrosch. Ich ein Spielzeughasen. Ich baue einen Roboter. Prinzessin Holly hat noch kein Spielzeug, wie ich sehe. Macht gar nichts. Ich zaubere mir eins.
Zing, Zang, Zingi, Zoi, zaubere Spielzeug, klein und neu. Prinzessin Holly, in der Elfenschule ist Zauberei nicht erlaubt. Nur weil Elfen nicht zaubern können. Elfen könnten durchaus zaubern, wenn sie wollten. Doch Elfen tun es nun mal nicht. Und wir sind Elfen! Sehr lecker! Manchmal kann Zauberei ja doch sehr nützlich sein. Danke, Prinzessin Holly. Oh, gern geschehen. Ach, was wollen wir machen? Sandburgen bauen natürlich. Ich liebe es, Sandburgen zu bauen. Wie war der Sandburgenzauber denn nur? Holly, du brauchst doch keinen Zauber, um Sandburgen zu bauen. Du füllst den Eimer mit Sand, drehst ihn um, dann klopfst du drauf und tata, die Sandburg steht da. Toll, ich versuch's auch. Tata! Wir machen glatt noch eine Elfe aus euch, Holly. Kann man auch eine Sandburg bauen, die groß genug ist, dass wir hineingehen können? Was das denn für ein ungeheurer Eimer sein müsste, damit es klappt? Wie der da? Das ist ja ein riesengroßer Eimer. Wahrscheinlich von richtig großen Menschenkindern. Ich sehe aber niemanden hier, der so groß ist. Gott sei Dank. Große Menschen haben große Füße. Und da wisst ihr nie, wo sie gerade hintreten. Seht mal, sie haben auch Spaten hier gelassen. Dann bauen wir eine riesige Burg für Prinzessin Holly. Als kleines Dankeschön für das Essen. Gute Idee, Mr. Elf. Kann ich helfen? Nein, nein, nein. Bitte entspannt euch und seht zu, wie Elfen das tun, was sie am besten können. Was können Elfen denn am besten? Elfen sind am besten im Bauen von Sachen. Und wir sind Elfen. Heb hoch, heb hoch. Schiff rein, Schiff, Schiff rein. Schiff, 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 Schiff. Heb hoch, heb hoch. Nun kipp ihn um, nun kipp ihn um. Und wenn die wunderschöne Prinzessin nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. Ende. Jetzt musst du schlafen, Holly. Nein, Daddy. Die Eule hat ja noch nicht gerufen. Gerade holt sie es nach. Der wilde Drache verschlang die Hexe. Und fortan lebte jedermann glücklich und zufrieden. Das war's. Jetzt musst du schlafen, Ben. Warum? Die Uhr hat ja noch gar nicht geschlagen. Ah, jetzt schlägt sie aber doch. Gute Nacht, Holly. Gute Nacht, Ben.